Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute will ich mich mal über das Thema Homeoffice auslassen. Das kommt in letzter Zeit öfters mal immer wieder auf, vor allem wenn es um die Themen so Infrastruktur und Umweltschutz und sowas geht. Da kommen ja immer wieder Leute auf die Idee, so nach dem Motto, ah, na, das bringt schon richtig was, wenn die Leute alle von daheim arbeiten, da müssen die sich morgen nicht mehr in die Bahn setzen oder so, oder keine Autos mehr haben oder sonst was in der Richtung. Deswegen wollte ich mich mal in einem Video dazu auslassen, was ich da so für Vor- und Nachteile sehe und was ich da persönlich dafür für Erfahrungen mitgemacht habe. Übrigens, das Fazitvideo zur Modern Warfare Beta werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen erst hochladen, weil ich muss gerade jeden Tag bis 17 Uhr einen Microsoft Azure Kurs machen. Ja, das ist, ich sage euch Leute, das ist Hyper Resident Sleeper, ey, das ist mega langweilig. Ja, aber weiter zum Thema Homeoffice. Das Ganze ja früher auch Telearbeit genannt. Aber wer das heute noch so nennt, der macht wahrscheinlich seine Präsentation auch noch mit Overhead-Projektor oder sowas. Noch kurz was zu mir. Ich hab's ja im Video über die ganze Router-Config schon gesagt. Ich bin 35, ich arbeite in Frankfurt als DevOps-Engineer bei einer Bank. Und in meinem Beruf ist das eigentlich kein Problem, ab und zu mal oder teilweise manche Leute sogar dauerhaft, das von daheim zu arbeiten. Ich mache das auch regelmäßig. Und übrigens, Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt ist der beste Zeitpunkt, den Abo-Button zu drücken, damit ihr jede Menge weitere Videos bekommt, die ihr dann natürlich auch im Homeoffice in Ruhe gucken könnt. Ja, was fällt mir dazu ein? Und zwar, eine Sache, die immer bei der ganzen Diskussion außer Acht gelassen wird, ist, das funktioniert überhaupt nicht bei allen. Ja? Ganz viele Berufe müssen einfach vor Ort sein. Ich sag mal, eine Krankenschwester, ein Feuerwehrmann oder sei es der Wurstverkäufer oder die Wurstverkäuferin, die muss anwesend sein. Ja, die kann kein Homeoffice machen. Wie soll das Ganze funktionieren? Es wird oftmals so getan, so nach dem Motto, wir müssen Homeoffice mehr fordern. Das kann ja jeder machen. Nein, das kann auch kein Bauarbeiter machen oder jemand, der die Straße gerade neu... man betoniert die Straße nicht, man zementiert die Straße nicht, man teert die Straße, jetzt habe ich das richtige Wort. Ja, jemand, der die Straße teeren muss, der kann das natürlich auch nicht machen. Das ist natürlich nur für bestimmte, sagen wir mal, Berufsgruppen irgendwie interessant. Ich finde, das wird bei der Diskussion immer relativ schnell vergessen und außen vor gelassen. Und wie gesagt, ich mache das auch öfters. Ich mache es am liebsten freitags. Und zwar, die Hauptvorteile für mich sind erstens, dass man ausschlafen kann. Man spart sich einfach den Weg zur Arbeit. Ich stehe normalerweise um 5.45 Uhr auf. Ich fahre dann so ungefähr um 6 Uhr, ja, 6.15 Uhr so in dem Dreh, fahre ich mit dem Zug los. Das heißt, ich habe dann so ungefähr, sagen wir mal, ganz grob aufgerundet eine halbe Stunde Zeit, mich fertig zu machen. Das kommt auch ganz gut hin. Aber es ist natürlich super, wenn wir, sag mal, ich kann bis 7 Uhr pennen. Das macht natürlich einen Unterschied. Das ist eine Stunde vorneweg, wo ich länger schlafen kann. Was natürlich auch dazu führt, dass wenn man die ganze Woche schon am Start gewesen ist, dass es einfach eine angenehme Geschichte ist, wenn man einfach mal eine Stunde länger pennen kann. Das darf man nicht vergessen. Ich arbeite übrigens immer noch Teilzeit, hat ja letztens in einem der Videos mal jemand gefragt. Also ich arbeite gar nicht mehr 5 Tage die Woche, schon seit den letzten paar Jahren nicht. Aber da mache ich mal ein eigenes Video zu. Ich wollte generell mal ein eigenes Video zum Thema Arbeiten, IT-Karriere und Teilzeitarbeiten sowas machen. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Ihr wisst ja, ich lese prinzipiell alle Comments. Ein Punkt habe ich jetzt auch schon angesprochen, der natürlich auch für Homeoffice spricht. Man muss sich mit keinem Mist in der Bahn rumschlagen morgens. Das ist auch ein ziemlich großer Pluspunkt. Und ich mache meistens Sachen daheim, wo man sich konzentrieren muss. Ja, also entweder irgendwas programmieren oder irgendwas aufschreiben bzw. dokumentieren. Wobei ich mich dann immer, wisst ihr Leute, immer wenn ich was aufschreibe, frage ich mich, Max, wozu machst du das überhaupt? Du hast 150 eine Bash-History von 150.000 Zeilen. Das muss reichen. Du musst nichts mehr aufschreiben. Aber leider sehen die anderen Leute das immer anders. deswegen muss ich doch ab und zu mal was aufschreiben. Ja, ich mache gerne Sachen, ich mache gerne ruhigere Sachen daheim, ja, wo man ein bisschen seine Ruhe braucht dazu. Programmieren ist da eigentlich so eine hauptsächliche Sache, die sich wirklich anbietet, weil leider haben sich das viele Unternehmen mittlerweile überlegt, dass Großraumbüros was ganz Tolles sind. Wahrscheinlich, weil das in den USA oder so mal vor ein paar Jahren hip gewesen ist. Da sind jetzt auch schon wieder einige auf den Trichter gekommen. Das ist doch nicht so geil, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber man kann sich in Großraumbüros, wenn man sich wirklich konzentrieren muss, kann man sich relativ schlecht konzentrieren. Deswegen, wenn ich Sachen habe, wo ich mich wirklich mal ein paar Stunden am Stück konzentrieren muss, dann geht das daheim am besten. Erstens ist es da ruhiger und außerdem ist es auch entspannter. Und ich habe schon öfters gesagt, Programmieren ist was Kreatives, auch wenn das viele Leute nicht so sehen. Aber ich glaube, die meisten Leute, die selbst programmieren, werden mir da zustimmen. Und umso entspannter man ist, umso bessere Ideen hat man natürlich auch. Zweiter Punkt ist, der auch oftmals außen vor gelassen wird, viele wollen gar nicht
Homeoffice machen. Zum Beispiel, wir haben jemanden auf der Arbeit, Vater mit 4 Kindern, alles Mädels, ohne Frau daheim. Und bei dem war es früher regelmäßig so, dass alle Viertelstunde, halbe Stunde das Telefon geklingelt hat und einer abartig ins Telefon reingeschrien hat. Papa! Was weiß ich, die hat die Hello Kitty Decke geklaut, was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott! Und der war immer super ruhig am Telefon, ja, aber du hast dem angemerkt, der ist froh, dass er nicht daheim sein muss. Der hat sich gefreut. Mittags ist er dann noch aufs Klo gegangen, hat eine Runde gepennt. Das war schon so der Running Gag. Bei uns ist er mittags teilweise aufs Klo gegangen, hast du immer irgendwelche Leute schnarchen gehört. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass er das gewesen ist, weil er war immer zum passenden Zeitpunkt nicht da. Ja, aber du hast so richtig gemerkt, für den ist das entspannend, dass er auf der Arbeit sein kann, ja? Ansonsten war der immer super aufgeregt bei allem, aber wenn die Familie angerufen hat, war er voll entspannt. Die haben ihn dann ins Ohr geschrien und der hat dann gesagt, aha, verstehe, ja, gib mir mal die Mama. Wie machen wir das jetzt mit der Decke? Mhm. Ultra entspannt, ja, auf der Arbeit übelst hektisch bei allem. Und dem hast du richtig angemerkt, Alter, der will überhaupt nicht von daheim arbeiten. Der ist froh, dass er auf die Arbeit kommen darf. So, Leute, gibt's natürlich auch, ja. Also, wenn man auf die Idee kommen sollte, irgendwie so alle Homeoffice, alle müssen. Nee, also vorschreiben, finde ich, ist da eine schlechte Idee. Es gibt auch Leute, die wollen nicht. Drittens, auch noch eine Sache, oder... Drittens, ich weiß gar nicht mal, wie viele Punkten ich schon bin. Drittens oder viertens oder 69, keine Ahnung. Es ist auch oftmals so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass manche es eher ruhig angehen lassen im Homeoffice. Ja, viele nutzen das auch inoffiziell so ein bisschen als Freizeit, auch mit dem Segen vom Chef. Das ist immer so ein bisschen die Frage, je nachdem, wie das in der jeweiligen Firma gehandhabt wird. Es kann nämlich zum Beispiel sein, dass wenn die Leute zum Beispiel an irgendeiner Zeit gearbeitet haben, wo sie offiziell gar nicht arbeiten durften oder halt irgendwas hätten anmelden müssen oder Chef hat es verpennt, das Ganze anzumelden oder man hat gearbeitet, weil man nachts angerufen wurde, es war so blöd und ist dran gegangen quasi und ist dann vor der Ablauf der Zeit wieder auf die Arbeit gekommen. Also so Sachen, wo eigentlich der Mitarbeiter schon der Firma entgegengekommen ist, dann sagen viele Chefs auch so nach dem Motto, weißt du was, mach am Freitag einfach Homeoffice, dann ist es offiziell Homeoffice, aber im Prinzip ist es beim Chef so im Kopf schon abgehakt, okay, der macht dann nicht so viel, ja. Je nachdem. Das ist natürlich gut, wenn man mit seinem Chef über sowas reden kann. Aber ansonsten, für mich hat das, ich sehe da jede Menge Vorteile drin. Allerdings natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn man das oft macht, ja, es gibt ja Stellen so nach dem Motto, das ist dann fast ausschließlich. Es ist natürlich auch schwierig, so die Interaktion mit den Leuten, wenn man die Leute nicht richtig kennt. Und vieles bekommt man auch gar nicht mit. Es ist zwar in der Theorie oftmals so, ja, dass es für alles irgendwelche E-Mail-Verteiler gibt, dass es für alles irgendwelche Blogposts, Overview-Seiten oder sonst was gibt, aber trotzdem, die wichtigsten Sachen erfährst du meistens schon im Voraus, nicht auf offiziellen Wegen. Ja, da siehst du irgendwie einen, wenn er sich gerade seinen Kaffee macht oder wenn er gerade irgendwo aufs Klo geht oder irgendwie sowas, ja, und er erzählt dir dann irgendwas und da weißt du schon, ach, guck mal, sowas gibt's demnächst, ja, ist ja schon mal gut zu wissen. Das hat man alles nicht, wenn man regelmäßig Homeoffice oder wenn man, sag mal, zu oft Homeoffice macht. Und das ist auch eine wichtige Geschichte. Man muss mitkriegen, was abgeht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von eurem Arbeitgeber. Bei uns ist es so, viele wichtige Sachen kriegt man erstmal so mit, bevor man sie offiziell hört. Und natürlich nur, wenn man da ist. Und einen Punkt, der wirklich richtig sackt im Homeoffice, also massiv sackt, das ist, wenn man irgendwelche Besprechungen hat, ja. Es gibt ja Läden, die stehen unglaublich drauf, dass von morgens bis abends irgendwie alle paar Stunden mal eine Runde gemietet wird. Das ist Homeoffice-mäßig echt kacke. Also ich war schon bei ein paar Besprechungen dabei. Wir haben ja die Möglichkeit quasi dann mit dem iPhone von der Firma, da ist dann irgendwie so ein Videokonferenzding drauf. Da kann man dran teilnehmen, aber Leute, das ist Mist. Ja, also ich mache das Freitag so, wenn ich aufstehe, ich ziehe mich da gar nicht großartig an, ich setze mich einfach im Schlafanzug vor den Rechner. Und wenn ich dann noch irgendwie eine Besprechung habe und dann auch noch per Videokonferenz irgendwie dran teilnehmen sollte, dann muss ich mich, dann hab ich, kann, ich kann mich ja nicht im Schlafanzug da aufs Sofa setzen und sagen, hi Jungs, ey, was geht? Weil müsste ich mal ausprobieren. Na, es ist ein bisschen weniger ätzend, wenn man bloß zugeschaltet ist per Telefon, aber es ist auch nervig, wenn man, also Besprechungen sind im Homeoffice wirklich kacke. Deswegen bietet sich Freitag an, Freitag sind meistens kaum Besprechungen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das zumindest so, weil die meisten Leute entweder auch im Homeoffice sind oder Freitag keinen Bock mehr haben.
Ja, wie gesagt, man bekommt halt weniger mit, wenn man oft nicht da ist. Das ist schon, denke ich, auch ein wichtiger Faktor. Und man bekommt nicht so richtig mit, was ihr treibt. Das ist jetzt eher ein Problem, was ihr vielleicht mit eurem Chef haben könntet. Es sollte heute eigentlich kein Problem mehr sein. Also sprich, ihr bekommt weniger mit und andere bekommen auch weniger mit, was ihr so macht. Deswegen ist es meiner Erfahrung nach nicht schlecht, wenn man im Homeoffice ist und was macht, das quasi auch irgendwo aufzuschreiben. Ja, die meisten Leute haben ja oder die meisten Firmen haben ja irgendeine Art von Erfassungssystem, wo was, also wenn was gemacht wird, sei es irgendein Ticketsystem mit Problemen drin. Also besonders wenn man Homeoffice macht, ist es meiner Erfahrung nach nicht schlecht, das Zeug möglichst gewissenhaft zu updaten. Ja, dass dann alle sehen auch hier, oh, guck mal, was er macht. Und wir haben Leute, die machen gefühlt nur im Homeoffice was. Von denen hörst du die ganze Woche nichts, die mieten die ganze Woche oder machen irgendwas, ohne es aufzuschreiben und kaum haben die Homeoffice, werden auf einen Schlag erstmal 20 Tickets aktualisiert. Kommt auch vor, ja. Also ich persönlich kann das Ganze echt nur empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Es ist angenehm, ausschlafen zu können, sich nicht in die Bahn zu setzen. Man kann in Ruhe Sachen erledigen, die einfach ein bisschen Konzentration brauchen. Und ich finde, das ist eine tolle Geschichte, wenn man eben einen Beruf hat, wo man das machen kann. Also ich persönlich kann das nur empfehlen. Allerdings bin ich kein Fan davon, von irgendwie regelmäßig. Also regelmäßig, einfach irgendwie 3 Tage die Woche oder so. Aber ab und zu mal oder auch regelmäßig einen Tag die Woche finde ich super. Im Endeffekt muss es jeder selbst wissen, aber ich persönlich kann das Ganze nur empfehlen. Tja, so viel zum Thema. Und denkt immer dran, ihr lebt nicht, um zu arbeiten. Das heißt, alles, was euch das Leben einfacher macht, ist eine super Geschichte. Da würde ich übrigens auch gerne mal ein eigenes Video zu aufnehmen, fällt mir gerade ein. Ja, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Und jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was ihr zum Thema Homeoffice denkt, beziehungsweise ob ihr das selbst regelmäßig macht. Und wir machen an der Stelle Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. CU.